Hallo Leute! Heute werde ich euch 10 erstaunliche psychologische Fakten über menschliche Gefühle präsentieren. Erstens gibt es tatsächlich eine Phobie vor dem Verlust des eigenen Handys. Nomophobie ist ein Begriff, der die Angst beschreibt, Nomophobie ohne Mobilgerät oder jenseits des Mobiltelefonkontakts zu sein. Der Begriff ist eine Abkürzung für No-Mobiltelefonphobie, die während einer Studie von 2010 geprägt wurde von der britischen Post. Laut der Studie gaben 54% der Befragten an, Nomophobie erlebt zu haben. Insgesamt litten Frauen häufiger an Nomophobie als Männer. Zweitens, ohne es zu merken, werden wir zutiefst von der Stimmung anderer Menschen beeinflusst. Die Forschung nennt dieses Phänomen emotionale Ansteckung. Ansteckung. Dies ist ein natürlicher Prozess, der über Spiegel in unserem Gehirn vorprogrammiert ist. Neuronen, die es uns ermöglichen, die Emotionen anderer Menschen zu spüren und zu reflektieren. Wie im Chamäleon-Effekt beschrieben, haben wir eine natürliche Tendenz, die Sprachmodulationen anderer Personen in körperlichen Ausdrücken zu imitieren. In den letzten Jahren haben Psychologieforscher eine Menge buchstäblicher Wahrheit in der metaphorischen Phrase gefunden, die Liebe mit Liebe versus Schmerz vergleicht. Neurobildgebungsstudien zu Schmerz haben gezeigt, dass die Gehirnregionen, die an der Verarbeitung körperlichen Schmerzes beteiligt sind, sich erheblich mit denen überschneiden, die mit sozialer Angst verbunden sind. Das Broken Heart-Syndrom ist gekennzeichnet durch normale Koronararterien. Regionale Wandbewegungsstörungen, die über ein einzelnes Koronargefäßbett hinausgehen und oft einen auslösenden Stressfaktor darstellen. Es handelt sich um einen vorübergehenden Zustand, der oft durch Stresssituationen wie den Tod eines geliebten Menschen hervorgerufen wird. 1.4. Wenn wir uns umarmen, wird die Chemikalie, die das Gehirn freisetzt, das Hormon Oxytocin freigesetzt. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass Oxytocin, ein Hormon, das für seine Rolle bei sozialer Bindung und der Erleichterung sozialer Interaktionen bekannt ist, auch bei der Bildung von Vertrauen wichtig ist. 5. In einer Studie wurde vorgeschlagen, dass die normalen, unauffälligen Erfahrungen, die mit dem alltäglichen Leben verbunden sind, die Fähigkeit, moralischen 5. Normalität und Moralversuchungen zu widerstehen, schwächen die Studie, dass Menschen eher weniger Selbstkontrolle haben. Wenn sie müde sind, eine andere Studie kam zu dem Schluss, dass der durchschnittliche Erwachsene im Laufe des Arbeitstages weniger Selbstkontrolle hat und gegen Ende des Nachmittags eher dazu neigt, unmoralisch zu handeln. Dies könnte mit der Studie der Florida State University zusammenhängen, die besagt, dass die Wiederherstellung Glucose auf ein ausreichendes Niveau verbessert normalerweise die Selbstkontrolle, und es stellte sich heraus, dass die School of Medicine der Stanford University im Jahr 2009 herausfand, dass Zirkadianrhythmen direkt mit dem Mechanismus verbunden sind, der den Blutzucker verarbeitet. Dies funktioniert in beide Richtungen. Die oben genannten Studien erwähnten, dass Menschen aufgrund mangelnder Selbstkontrolle beabsichtigen, sich an moralischem Verhalten zu beteiligen, wenn sie müde sind. Der Mangel an Selbstkontrolle kann jedoch auch dazu führen, dass Menschen dazu zu bringen, ihre Abwehr ein wenig zu lockern und ehrlicher mit ihrem körperlichen Zustand umzugehen. 6. Desensibilisierung wird definiert als die verminderte emotionale Reaktion auf einen negativen oder aversiven Reiz nach wiederholter Exposition. In einer kürzlich durchgeführten Studie wurden Eltern dazu gezwungen, Filme mit Gewalt und Sex anzusehen. Die Studie zeigte dann, dass es einen Anstieg von Akzeptanz beider Arten von Inhalten, sogar in dem Maße, wie die Bereitschaft, sie ihren Kindern zu zeigen. Es gibt auch Anzeichen für eine Desensibilisierung bei Leuten, die Videospiele spielen.
7. Ich glaube nicht, dass es etwas Neues ist, wenn ich sage, dass wir Schokolade als die notorische Liebesdroge betrachten. Schokolade ist als Aphrodisiakum bekannt. Ein gutes Geschenk für jede Jahreszeit. Schokolade ist ein weithin bekanntes Grundnahrungsmittel, um Liebe zu zeigen. Aber warum ist das so? Es enthält Tryptophan, eine Chemikalie im Gehirn, die zur Produktion von Serotonin verwendet wird, der Wohlfühlchemikalie im Gehirn, die eine wichtige Rolle für eine positive Stimmung, emotionale Gesundheit, richtigen Schlaf und das Gleichgewicht des Appetits spielt. Es trägt auch zu zahlreichen Verhaltens- und physiologischen Funktionen bei. Schokolade enthält auch eine Chemikalie namens Phenylamin, ein Neurotransmitter. Das hilft, Gefühle von Anziehung, Aufregung und Schwindel zu fördern. Es wirkt, indem es die Lustzentren des Gehirns stimuliert. 8 psychologische Forschungen haben 6 Gesichtsausdrücke klassifiziert. Die unterschiedlichen universellen Emotionen entsprechen Ekel, Traurigkeit, Glück, Angst, universelle Emotionen, Wut und Überraschung. Theoretiker haben auch Hypothese, dass die Universalien in der Beziehung zwischen den besonderen Bewegungen der Gesichtsmuskulatur und den besonderen Emotionen zu finden sind. 9 Mirneuronen sind die Hardware des Gehirns zur Harmonisierung von Individuen mit ihrer Umgebung. M-Neuronen ermöglichen es uns, den Geist anderer nicht durch konzeptuelles Denken, sondern durch direkte Stimulation zu erfassen. Es ist wegen der Spiegelneuronen, die sie erröten lassen, wenn sie sehen, wie jemand anderes gedemütigt wird, zusammenzucken, wenn jemand anderes geschlagen wird, und dem Drang zu lachen nicht widerstehen können, wenn sie eine Gruppe mit Kichern kämpfen sehen. Es wird gesagt, dass diese Neuronen uns die Fähigkeit zur Empathie verleihen, sodass wir theoretisch sowohl körperlich als auch emotional nachempfinden können, was andere Menschen fühlen. 10 Einige Studien legen nahe, dass Menschen in einem Experiment Untätigkeit fürchten. Von Christopher C. und seinen Kollegen. Sie führten 2 Experimente durch, die zeigten, dass Menschen sich dafür entschieden, ein Idol zu sein, wenn es keine Motivation gibt. Aber selbst eine fadenscheinige Begründung kann Menschen motivieren, beschäftigt zu sein. Und dass Menschen, die beschäftigt sind, glücklicher sind als Menschen, die ein Idol sind. Dies sind nur 10 psychologische Fakten über menschliche Gefühle. Was sind andere, die Sie kennen? Kommentieren Sie Ihre. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Danke fürs Anschauen und haben Sie einen wunderschönen Tag.